Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play zu MCA Ultimate, also Minecraft Extended Ultimate. Das ist ein Modpack, das es in sich hat. Extrem viele Mods hat es denn, die sie eher so auf Rollenspiel und Aufbau, also Farming und Gebäudebau konzentrieren. Und ich finde den super, also so ein sogenannter Nachfolger, also inoffizieller Nachfolger von Hexit, weil Hexit momentan nicht mehr so gewerkelt wird, habe ich jetzt den und ich möchte euch ja viel zeigen über diesen Mod. Ich kenne viele Mods schon, aber habe sie noch nie in solche Kombination gesehen und möchte mit euch danach die Mods anschauen, die ich noch nicht kenne. Vor allem Tinker's Construct und andere solche Mods sind sehr schwer zu zu kapieren halt. Die Kräfterezepte kann ich schon, aber da muss man ja noch gießen und solche Sachen. Da ist es schwer zu verstehen. Wir nehmen hier Biomes of Plenty als Welttyp. Und das ist so ein Biom-Mod, der richtig viele neue Biome einbaut. Cheats erlaubt machen wir an, Bonustruhe machen wir aus. Ah ja, ich wollte noch kurz dann was machen. Nämlich auf Easy stellen, wir haben nämlich auf Peaceful, weil ich da eine eine Vorstellung gemacht habe. So, wir nennen sie Dragonia. Und sonst ist alles gut. Machen wir weiter stehen. Dann sehen wir auch schon, dass sich sehr viel geändert hat. Der Kreaturenmod Most Creatures ist drin. Und der Biomsmod, also viele neue Biome. Dann gibt es sehr viele Rollenspielanleihen und neue Erze, neue Gebäude, also neue Baumaterialien für Gebäude und alles mögliche, neue Schwerter, neue Rüstungen. Da habe ich schon in der ersten Welt, also eben die vorherige Welt, die ich gelöscht habe, schon sehr viele neue Schwerter gefunden und Rüstungen, alles mögliche und Schriftrollen für Magie. Tipptopp, sehr guter Mod und ja, den kann man über den Technik Launcher runterladen. Da müsst ihr einfach auf weitere Modpacks gehen und dann Modpacks von User und eigentlich sollte es dann bei beliebtem Mod irgendwo fast zu oberst sein. Ist ein mega Mod, also er braucht sehr viel Leistung, aber wir sehen eine Mauer, okay. Es laggt halt am Anfang noch ein bisschen, bis alles Ding ist. Und ja, der Hardsmod ist drin, das Ding. Und Tropikraft ist auch drin. Da werden wir uns auch noch sehr schön viel umsehen. Und es laggt immer noch. So. Wir gehen mal runter. Wir wollen nicht hier oben bleiben. Können schön Holz abbauen. So, machen wir uns eine Crafting Bench. Ja, hier seht ihr zum Beispiel ein erweitertes Inventar. Hier können wir mehr Schwerter und so hin tun. Und hier Schilde. Okay, jetzt muss ich kurz neu das Inventar aufmachen. Und wir haben eine Kiste, Workbench. So. Machen wir direkt eine Spitzhacke und danach eine Axt. Mist. Aber noch ein guter Spawn eigentlich auf dem Baum oben. Also machen wir, wenn wir unten sind, peaceful an, weil sonst ist es Nacht. Und wir haben dann, oder nach der ersten Nacht machen wir easy an. Dann haben wir nämlich auch Nahrung. Oh, cool.
coole Axt. Als neues Kind. So, der. Jetzt ist hier der Stamm wahrscheinlich in der Mitte. So gigantische Bäume, wie es hier in diesem Baum so Plenty Mods gibt. Ja, hier ist nichts. So. Ja, das ist ein Baum. Okay, sehr schönes Biom. Hier könnten wir eigentlich bleiben. Da dort vorne gibt es noch einen Sumpf scheinbar. Jetzt können wir hier Spawn eingeben. Dann wissen wir, aha, ist hier, hier ist der Spawn. Wir könnten eigentlich so eine Burg benutzen. Wäre das nicht was? So, wir haben extra eine Schaufel gebaut, wir haben genug Holz, damit wir hier reingraben können. Wir brauchen nämlich natürlich Stein. So. Und jetzt läuft alles lagfrei, also es ist immer am Anfang. Es muss sowas von viel generieren, neue Landschaftsobjekte. Vor allem die Burgeinlage dort hinten hat viel Leistung gebraucht. Weil Java nicht unbedingt das schnellste Programm ist. Und Minecraft natürlich schon in der Grundversion zu sehr Leistung verbraucht. Und durch die Mods, oh je. Also wenn es gelegentlich Lags gibt, dann ist es, weil die Welt generiert wird. Ich habe fast 200 FPS, also an dem liegt es wirklich nicht. So. Ja, da haben wir ganz links im Auswahlslot, also in den Auswahlslots, ein Buch über Neulinge. Das ist sogar auf Deutsch übersetzt, wenn man natürlich auf Deutsch eingestellt hat. Und dann gibt es noch mehr andere Bücher. So. Ja, aller Anfang ist schwer. Da kann man ja Rezepte schauen. Aber es ist da Englisch. Okay. Ah, das ist über Ding. Über Tinker's Construct. Da könnt ihr dann Schmiede-Sachen machen. So, Energy Bazooka. Boom. Okay. Ja, wir sind wahrscheinlich im Cheat-Modus. Ja, Rezept-Modus. Sodele und gehen weiter. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. So, eine Spitzhacke. Zwei Spitzhacken, eine Axt und zwei Schwerter. So, nehmen wir noch ein bisschen Stein mit. Und plötzlich sind hier Blumen. An was liegt das? Keine Ahnung. Eine von diesen Bäumen könnten wir noch mitnehmen. Ist ein bisschen komisches Holz. Komisch, also nicht gerade eine gute Holzfarbe, eine sehr sehr natürliche Holzfarbe. Aber für irgendwas ist es schon gut. Ich mag irgendwie den Baum einfach so zum Pflanzen, zur Dekoration. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier die Blätter bekommen. Komm weg. Weg da. Weg da. So viele Ranken. Na? Komm bitte. Ein Setzling.
gut. Noch ein Setzling? Ja, wir können jetzt ein bisschen langsam gehen. Wir müssen jetzt nicht sporten. Weil wir ja noch im Peaceful sind. Und dort oben ist die Festung. Die ist in der Luft. Eine Ziege. Alle Raunensamen. Neue Setzlinge. Und überall wachsen hier Blumen plötzlich. Bist du schuld? Goat Simulator. Also dann gehen wir mal zu diesem Baum. Wir gehen in diese Richtung mal. Dort haben wir schon die erste Ruine für einen Zauberspruch, also für ein Scroll, ein Elementar-Scroll. Für einen, glaube ich, Ars Magica 2 ist das. Aber den holen wir noch nicht. Wir wollen diese Ruine noch haben, instand haben. Da oben ist eine schöne Blume, die nehmen wir mit. So, dort ist schon mal ein Turm vom Ruins Mod. Dort oben auf diesen, zu diesem Baum könnten wir uns dort unser erstes Haus bauen. Wenn wir da oben noch genug Fläche haben, können wir da oben schon mal unser Grundlegendes machen. So, noch eine Blume. Wir nehmen die Blümchen mit. Wir wollen natürlich ein bisschen Hollandaler spielen. Ja, Dekoration ist mir schon wichtig, also. Bisschen eine Blumenwiese nur und den hier noch machen. Also haben wir auch einen Dschungelsetzling. Sehr schön. Oh Gott, wieder eine Ranke. Und noch ein Setzling. Haben wir. Also eben da könnt ihr rechtsklicken, da bekommt ihr eine Schriftrolle. Und hier leckt es wieder ein bisschen. Ah, diese Ginseng. Da ist wahrscheinlich der Chocobo-Mod drin. Da könnt ihr die gelben Vögel zähmen mit diesem Ginseng. So, nehmen wir noch ein paar Kakobohnen mit. Und die Schafe wären auch wichtig. Ah ja, genau, der Ding-Mod ist drin. Der Moth-Mod. Okay. Wir können uns verwandeln. Dazu muss man eine Taste drücken. Ah, hier. Okay, wurde nicht gespeichert. Scheinbar muss ich es dann noch deaktivieren, also aktivieren. Ah, hier ist sobald wir sperren Chocobo. Aber den kann man, können wir noch nicht. Also doch. Könnten wir schon zähmen, aber noch nicht reiten. Genau. Hier ist noch eine Ratte. Okay. Hier unten hat es auch wieder ein anderes Biom. Da muss ich schauen. Das ist zum Beispiel der Dschungel. Das ist normal. Und drüben ist der Gravel Beach. Aha. Deshalb ist es auch normal. Farbig. Bambus, sehr wichtig mitnehmen. Ups. Ja, jetzt muss Java laden. Loading. Wait a while. Kuh, später. So, noch eine Blume hier. Also dann gehen wir nach oben dort. Ist auch eine Blume. Oh Gott. Wir haben auf einfach deshalb. Okay. Ah ja, ich habe es ja am Ende der Ding genommen.
Okay, jetzt müssen wir aber irgendwo hingehen, wo wir in Sicherheit sind. Dort habe ich noch eine Vanillestaude gesehen. Da gibt es also auch den Mod Agrar irgendwas. So, hier oben haben wir noch so einen Baum. Wollen wir den unten nehmen? Oh. Oder den. Der ist nicht so gut. Der hat nicht so gerade Fläche. Wir gehen lieber weg. Wir gehen noch weiter nach oben. Ja, wir könnten hier an den Fluss gehen. Genau. Oder? Hier ist halt sehr unwirtliches Land. Da drüben ist auch noch eine Festung. Mal überlegen. Ganz nach oben. Wir können immer dann noch einen Weg nach unten, also eine Ding bauen. Ich hätte Lust, einfach ganz nach oben zu gehen, aber hier gibt es zu viele Wolken. Nee. Nee, so weit nach oben will ich nicht. Aber wir bleiben mal hier oben. Und kennt dieses Huhn, das hat nämlich einen Hut an. So. Ja, hier ist gut. Ja, Ofen. Jetzt können wir die Krone mit H klauen. Okay, es ist ein Clown. Fertig. Jetzt haben wir die Krone an. Gut, jetzt legt es leider wieder. Ach, Frepsis ist gerade ein bisschen buggy. Bisschen Holzkohle herstellen noch wichtig. Eine Truhe. Dann machen wir eine Doppeltruhe. Und die bauen wir hier oben hin. Die Wolle nehmen wir mit. Haben wir nur zwei Wolle bekommen? Das ist nicht gut. Können wir nicht schlafen. So. Machen wir das hier. Lol, dort gibt's grau. Irgendwas ist dort grau. Hat wahrscheinlich untexturiert. Das hier drüben ist von der vorigen Welt. Das wird irgendwie nicht richtig übernommen. Das müssen wir dann überdecken. Erstes Lager. So, es ist ja kein Haus hier oben. Machen wir erstes Lager. Und tun noch die Sachen hier rein als Holz. Ja. Und dieses Huhn nervt. Das sind Seelen übrigens, die können wir dann später einsammeln. Und schon wieder überall Blumen. Irgendwie wachsen bei uns immer Blumen. Was ist denn das für ein Mod? So, wir haben Holzkohle. Und jetzt könnten wir noch... ja, wir können halt nicht viel machen. Wir haben noch nicht... Keine Erze, nichts. Wir nehmen die Samen mit. Hopfen, ne. Kakobohnen, ne. Die Setzlinge nehmen wir mit. Und sonst Fleisch noch mitnehmen. Bisschen Bambus. Die Fäden nehmen wir mit. Und gehen dann, sobald es Tag wird, weg. Ah, die hier drüben ist doch Silberwald oder so. Aha. Da gibt es eine Festung.
Ein Turm. Schauen wir mal nochmals auf die Map. Es ist halt nicht ganz so schön hier in der Umgebung. Das Wasser ist nicht so schön. Da ist Eis. Snowy Dead Forest. Okay. Wir könnten sonst hier das machen, unter der Festung. Ja, hier war die alte Welt. Zu einem Biom hätte ich auch mal gerne irgendwas gebaut. Ich habe hier gebaut. Gehabt. Also nur eine kleine angefangene Hütte. Und dieses Biom ist aus Lehm. Ja, da werden wir noch ein bisschen erkunden müssen. Ich hoffe, es wird bald schöner. Im Folgen macht Technologie. Hatte ich nichts Gutes gefunden, das meine Ansprüche genügt. Aber ja, die Chance ist eigentlich groß, dass wir doch etwas hier finden. So, es ist halt noch nicht Tag, aber wir gehen trotzdem schon mal. Wir erkunden kurz diese zwei Biome. Und hier ist noch Papaya oder Pineapple. Ah, Papaya ist dann das gesamte. Oder ist das anders? Genau, es ist was anderes. So, hier hat es einen coolen Stamm, also der Baum hier ist recht cool gewachsen. Ja, genau, genau, explodiert doch neben mir. Wie ist der denn da? Ah, das ist runter geflogen. Nicht lecken, bitte. Komm. Ich will dich töten. Weil ich dich mag. Du hast irgendwas in der Hand. Du hast es nicht getroppt. Okay. Können wir hier hoch? Leider nicht. Ja, gehen wir hier außen herum. Das ist wahrscheinlich Aluminium. Wir verhungern bald. Mist. Es kann uns nicht schlecht gehen. Ich habe viel zu lange gedödelt. Aber da wir schon ein bisschen stärker sind, ist das auch egal. Diese Ente, die wollte ich töten. Diese Ente. Ist die Ente, Ente, Ente. Ente. Hallo. Hier drin. Ja, egal. Ah, hier ist ein Huhn. So, wir müssen noch weiter nach oben. Oder das hier. Trieben durch. Ah ja, ich wollte ja das Fleisch noch braten. Dann gehen wir mal kurz hier hinein. So. Aber wenn wir hier ausleuchten, ist es nicht so schlimm, wenn irgendwas kommt. Also es kommt weniger. So. Ich hab Hunger. Hunger habe ich. Ja, das sind Wasser. Ja, Shards. Durchzogene Steine ist irgendwie falsch übersetzt. Aha. Ja, Shards sind Splitter. Und nicht durchzogene Steine. Hä? Was war denn das? Aha, das ist die Hunger. So. Dann erkunden wir kurz die Höhle und gehen dann wieder raus. Die Kohle müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Hier ab das Aluminium. Ah, das ist 10. So, und hier haben wir natürlich wieder Blumen.
Was denn sonst? Hier haben wir schon... Ah nein, das ist ein Wüstentempel. Also so ein Magica-Tempel. Die Pineapple unbedingt mitnehmen. So. Die Kühe könnten wir schon mal nehmen. Also hier ist dieser Baum, das sieht irgendwie so komisch, also gut zum Bauen aus. Ist mal was anderes. Aber der ist zur Hälfte ein bisschen falsch. Also, ja, ist nicht ganz durchgängig, genau. Aha, das ist ganz gesamtes Biom, das Graue. Sieht man auf der Map. Das ist verbunden. Ja, da gehen wir doch mal hier schauen. Was ist, also, wie heißt denn das Biom? Genau. Wie heißt denn das Biom? Spinnenbiom. Spinnennetze. Seaklands, also Seidenländer. Autsch. Oh Gott, da wohnt ja jemand. Das ist nicht sehr gut. Es sind überall böse Kreaturen. Da bleiben wir fern. Dieses Land bleiben wir fern. Das ist wahrscheinlich ein hochleveligeres Land. Und wir sterben wahrscheinlich. Wir werden nicht sterben. Okay. Es ist Gift, also es tötet uns nicht. Eine Pineapple essen. Können wir nicht. Dann gehen wir unbedingt in eine andere Seite. Wir könnten übers Meer gehen. Ja, eigentlich könnten wir es übers Meer gehen. Dann kommen wir später wieder hier hin. Ja, das ist mir einfach zu riskant, wenn dort überall Kreaturen sind. Hier ist ein Werwolf. Oh shit. Ohne Creeper bitte. Nehmen lieber diese Palme noch mit. Ach komm. Es wäre so ein schönes Biom gewesen hier, dieser Dschungel. Aber leider ist es zu riskant. Können wir nicht so gut erkunden alles. So, dann bauen wir uns ein Boot. Und warten noch kurz auf Setzlinge, wenn überhaupt ein Setzling kommt. Was ich auch machen könnte, ist die Sachen für Tropikräfte zusammen suchen und dann nach Tropikräften, also ins Tropenparadies gehen. Und wir haben schon wieder überall Blumen. Irgendwie hat ein Mod ein paar Problemchen. Komm bitte, einen einzigen. Ja, was sollen wir wegwerfen? Hier. Kaffeebohnen nehmen wir mit. Hier. Ja, aber leider kommt hier keins runter. Doch jetzt. Also, dann gehen wir weg dann von hier. Was ist das für ein Biom? Hier ist doch alles. Aha, das gehört zum Dschungel, das Wasser. So, wir hauen von hier ab.
Diese Türme können wir dann auch bald plündern. Die sind nicht so schwer. Bisschen in diese Richtung. So. Und den Map-Marker dort oben können wir dann wegtun. Der wird natürlich auch gespeichert. Hier unten im Wasser hat es so schwarze Punkte. Keine Ahnung, was das ist. Oh je, ist das ein weites Meer. Aber wir finden, auch wenn wir Robinson Crusoe werden müssen, wir finden etwas. Auch wenn es eine arschkleine Insel ist. Schade, dass wir diese Ruinen nicht erkunden konnten. Aber das werden wir alles wiederholen, aufholen. Und hier ist ein Seaweed. Oh, ist es nicht schön hier? Ja, das gefällt mir. Was ist das? Ja, wir können sowieso nicht aufnehmen. Normale Setzlinge weglegen. Das ist ja gefährlich. Das ist ja gefährlich, das Land hier. Na, das ist nicht gut. Na, die nehmen wir jetzt nicht mit. Können wir für später mitnehmen. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen wieder braten. Unbedingt. Irgendwo, irgendwas. Da ist eine fliegende Insel, die sich gerade aufbaut. Also dieses Biom auch nicht, ist zu gefährlich. Oh, komm schon. Hier sind noch andere. Ja, Alraunen. Wer braucht schon Alraunen? Also ich nicht. Vielleicht später dann, ja. Blaue Hortensie. Dort ist noch irgendwas. Hä? Das ist eine Palme. Zuerst schauen, was das ist. Hat jetzt gerade die Schildkröte so gemacht. Ja. Ich will kurz schauen, was das ist. Das ist ein Haus, ein fliegendes Haus. Ein Baumhaus. Das ist alles hier ein bisschen falsch generiert. Kann man hier ohne große Schwierigkeiten drin leben? Nein, da gibt es schon Spinnen. Wir hauen ab. Also dann gehen wir in das grausige Land da drüben. Das scheußliche. Oh Gott. Eine Sirene. Ja klar. Hauen wir ab. Gehen wir in diese Richtung. Oh Gott. Haben wir wieder Pech. Baumus of Plenty ist irgendwie ein bisschen schwierig gemacht zum irgendwas finden. Es sind zwar schöne Biome überall, aber meistens sind sie so extrem eklig zusammengebaut, dass wir nichts Gescheites finden. Also das rechte gefällt mir besser als das linke. Ich porte mich einfach irgendwie. Die Performance ist auch runtergegangen in diesem Biom. Oh, dort ist ein großer Baum. Kann das sein? Wir haben irgendwelche Desync-Probleme. Nicht gut.
Also wenn hier starke Monster sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Was ist denn das? Vanilla. Jetzt Wildschweine. Okay, dann gehen wir in den großen Baum wohnen. Ist nur ein Skelett. Bauen wir uns hier mal rein. So, jetzt habe ich auch schöne Baumstämme. So. Okay, schade, dass ein Eisbiom in der Nähe ist, aber irgendwie ist es auch gut. So, eine Türe. Wir gehen sowieso ins Tropenparadies wohnen. Haha, gehen nach Tropien. So. Ich muss dann noch schauen, wie man ins Tropenparadies kommt. Aber ich glaube, man muss Pina Colada und einen Klappstuhl, Liegestuhl machen und dann den Sonnenuntergang drauflegen und den Pina Colada essen. So war es früher so. Weiß nicht, ob es jetzt so ist. So. Ja, hier drüben. Also, dann legen wir wieder die Sachen rein, wo wir nicht unbedingt brauchen. Und ja, das Bett können wir eben noch nicht machen. Immer noch nicht machen, keine Schafe gefunden. Strawberry, Vanilla. So. Holzkohle, dann Mammutbaumstamm, bisschen mehr Holzkohle machen. Dann ist es unsere normale Welt, der Stützpunkt. Und werden dann in der Tropenwelt unser Hauptzeugs machen. Ja, da greifen auch keine Creeper an. Wenn es immer noch so ist. Und die Vögel, die pfeifen. So, also dann mache ich mal Pause und wir sehen uns das nächste Mal wieder oder gleich danach. Bis gleich oder bis denne. Tschüss, bye bye.